So, meine Damen und Herren, guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem, wann immer auch Sie meine FM Signals Videoreihe sich anschauen. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu meinem Wochenrückblick und Ausblick, der Miesenmarktinformation von dem proaktiven Finanzmarktthema. Und ja, mein Name ist immer noch Damir Galic aus Stuttgart und aus dem schönen guten alten Ländle, wenn Sie so wollen. Und ja, ich heiße Sie recht herzlich willkommen, wie gesagt, und ich möchte mit Ihnen einen Wochenrückblick und einen Wochenausblick wagen. Wir haben heute hier den 8. Januar 2012. Die erste Kalenderwoche im neuen Jahr ist vorüber. Ein frohes Neues wünsche ich Ihnen natürlich auch noch auf diesem Wege. Und ja, fangen wir einfach mal an und verschaffen uns einen Überblick. Ich habe hier in meiner Videoreihe 13 Währungen. Eins vorneweg. Ich habe hier 13 Währungen: australischen Dollar, brasilianischen Real, Kanada-Dollar, Schweizer Franken, chinesischen Yuan, europäischen Euro, britischen Pfund, indischen Rupien, japanischen Yen, Neuseeland-Dollar, russischen Rubel, US-Dollar natürlich und südafrikanischen Rand. Und da möchte ich an einem jeden Wochenende einen Wochenrückblick und Wochenausblick wagen, ergänzend zu meiner FM Signals Videoreihe Another 48 Hours Technical Analysis and Synthesis unter der Woche. Okay, Wochenrückblick und Wochenausblick. Erste Kalenderwoche und zweite Kalenderwoche. Professionell, treu, diskret und gerecht möchte ich Sie informieren. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und das Thema sind eben immer Fakten, Daten, Zahlen. Und hier haben wir auch die Matrix 4878 Wechselkurspaare. Wenn Sie sich die 13 Währungen, sage ich mal, hier in eine Tabelle reinpressen oder pushen, kommt hier diese Matrix eben zustande und eben 78 Wechselkurspaare. Und die habe ich eben alle in meinem Universum oder in unserem Universum und die verfolge ich eben regelmäßig und möchte Sie diesbezüglich einfach informieren. Wie gesagt, professionell, treu, diskret und gerecht. In diesem Sinne fangen wir an. Im Wochenrückblick werde ich immer einen persönlichen Kommentar zu den neuen Fakten der abgelaufenen Kalenderwoche geben. Dann aktuelle Daten aus dem Wirtschaftskalender werde ich auch noch erwähnen. Ebenso wie die Zahlen der abgelaufenen Kalenderwoche, also sprich die Wertentwicklung der 78 Wechselkurspaare und 13 Währungen. Im Wochenausblick ebenfalls Fakten, Einflussfaktoren seitens der Zentralbank und Politik in der anlaufenden Woche, in diesem Fall der zweiten. Dann neue Daten aus dem Wirtschaftskalender. Und drittens ausgewählte Handlungsmöglichkeiten. Also wenn Sie dann selbst aktiv sind am Devisenmarkt, möchte ich Ihnen Handlungsmöglichkeiten, ja, möchte ich Sie über Handlungsmöglichkeiten informieren. Genau. Okay, fangen wir mit dem Wochenrückblick an. Die Finanzmärkte vom Gefühl her eben noch immer im Urlaubsmodus. Nach positivem Auftakt am Montag und Dienstag Abgabedruck im Euro. Der Euro wie das Kaninchen vor der Schlange, vor den Staatsschulden und der Erwartungshaltung der entsprechenden politischen Verantwortlichen. Dazu sei erwähnt, ja, Montag, Dienstag ging der Markt ja euphorisch, fing es ja an, auch in den Aktienmärkten, wenn ich mich nicht täusche. Auch im Euro ist über 1,30 gesprungen, doch momentan notiert er fast bei 1,27 mehr oder weniger. Und ja, es war wie gesagt vom Gefühl her auch immer noch auch kein reger Handel, aber ein sehr volatiler Handel. Und deswegen auch vom Gefühl her noch immer im Urlaubsmodus. Es ist ja immer so, hat auch technische Gründe, Jahresende, Jahresanfang, viele werfen ihre Devisen, Aktien, Papiere raus, um natürlich noch, sage ich mal, eine bessere Bilanz zu haben für 2011. Und ja, und gehen dann halt eben wieder zurück oder kaufen dann entsprechend wieder die Papiere. Also viel Umschichtung, viel technisches Hin und Her. Dann auch noch Weihnachten am Wochenende, Heilige Drei Könige auch am Wochenende, also haben sich viele auch Urlaub genommen, viele gar nicht teilgenommen. Von daher meine These oder mein Kommentar eben vom Gefühl her immer noch im Urlaubsmodus. Der Euro wie das Kaninchen vor der Schlange, vor der Staatsschulden und Erwartungshaltung der entsprechenden politischen Verantwortlichen ist so gemeint, dass eben wie gesagt der Euro nach oben blickte, aber dann eben wieder in den alten Modus oder Verhaltensmuster zurückfiel, eben Staatsschulden, dann Ungarn wurde auch noch, okay, hat nichts mit dem Euro direkt zu tun, hat eine eigene Währung, aber auch EU natürlich. Wir sind ja einfach wieder im Krisenmodus drin und am Montag treffen sich auch unsere Bundeskanzlerin, die gute Verehrte und der Verehrte oder Geehrte Sarkozy. Von daher
steht wieder nächste Woche einiges bevor. Auch viele Anleihen werden auf den Markt geworfen. Von daher, ja, machen die Leute Kasse oder verkaufen den Euro vorab. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Wir werden es einfach sehen im Laufe der Woche. Ja. Es gab aber auch gute Zahlen in der letzten Woche, und zwar der US-Arbeitsmarkt zuckt, habe ich mal geschrieben, scheint sich zu regenerieren. Zeit ins Erwachen, sie es mir. Habe ich noch hier in Anführungsstrichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, fiel mir der Film mit Robert De Niro und Robbie Williams ehrlich gesagt ein, erinnern Sie sich vielleicht daran. Ja, so kommt mir der Arbeitsmarkt vor, Robert De Niro in einer Paraderolle. Und zwar nach Q1 und Q2 ist dann meine These. Nach Q1 und Q2 und nach Operation Swiss scheint möglicherweise die monetäre Medizin der Fed heute hier jetzt im vierten Quartal vielleicht mittlerweile zu wirken. Der Punkt ist eben ganz einfach. Nicht nur die Arbeitslosenquote ist gefallen, gehen wir noch mal, machen wir das noch vollends fertig. Auch das verarbeitende Gewerbe zieht wieder etwas an, also der ISM Manufacturing Index. Kein Grund zur Euphorie natürlich, aber ein Schritt in die richtige Richtung, sprich Wirtschaftserholung, Wirtschaftswachstum. Und vielleicht überrascht uns ja die USA, denn die Wirtschaft und das Kapital ist einfach in Amerika nicht totzukriegen, was natürlich auch gut ist. Und ja, vielleicht können wir alle davon profitieren, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Okay, ja, schauen wir uns einfach mal die Zahlen an der abgelaufenen Woche. Und zwar habe ich hier den aktuellen, oder die Daten vielmehr, zuerst zu den Daten, ja, die aktuellen Daten aus der Wirtschaftskalender der abgelaufenen Woche, habe ich hier den Fokus auf die Arbeitslosenquoten gelegt. Am Dienstag gab es Deutschland. Hier haben Sie die tatsächliche Entwicklung. Hier haben Sie die Erwartungshaltung und den abgelaufenen Monat, also den Vormonat, sprich in dem Fall November, Erwartungshaltung für Dezember. Und das kam dann tatsächlich raus, 6,8, etwas weniger, in Italien etwas höher bei 8,6. Da in Europa 10,3 stagniert sie, ebenso wie in Kanada auf 7,5 und in den USA eben 8,7, wurden auch erwartet 8,5. Am Freitag kamen diese Daten raus, ja. Und zwar interessant ist auch, dass im nicht landwirtschaftlichen Bereich auch 200 Stellen geschaffen wurden. 100.000 letzte Woche, 150 wurden erwartet, also auch ein überraschender Anstieg oder unerwarteter Anstieg. Natürlich macht noch keine Schwalbe einen Sommer, aber vielleicht, wie gesagt, wirkt die Medizin langfristig gesehen der Fed und wir sehen dort eine Trendwende. Ja, darüber hinaus habe ich noch Daten aus China, nicht verarbeitendes Gewerbe, PMI, also nicht verarbeitendes produzierendes Gewerbe, auch stark gestiegen von 49,756. Dann die Dienstleistungsgewerbe ist stagniert, also China wächst auch noch, genau. So, schauen wir uns die Arbeitslosen in den USA etwas mal genauer an. Habe ich hier ein Bild, und zwar sehen Sie die historischen Hochs 1981, 82, 83, 84 waren sie bei über 10%. Aktuell zur Krise, also vor einem Jahr oder 2 Jahren, waren sie auch bei knapp 10%. Auf jeden Fall will mich hier nicht an den Zahlen festmachen, sondern will Sie nur darauf aufmerksam machen, dass wir uns trotzdem noch auf historischen Tiefs befinden, aber auf dem Weg nach unten sind. Von daher eben auch meine These, ist das, ja, wirkt QE 1, 2, 3. Hier ist ja die Krise, hier sehen Sie ja, während der Krise und Rezession ist ja auch eingezeichnet, ist ja der Arbeitsmarkt zusammengebrochen. Dann gab es eben auch die Medizin der Fed, QE 1, 2, 3. Und ja, es dauert ja natürlich alles etwas länger, bis eben QE an die Banken verteilt wird, die Banken sich renegieren, die dann in die Wirtschaft eben wiederum Kredite verteilen, die Wirtschaft dann eben aus den Krediten wieder neue Produkte produziert oder Dienstleistungen anbietet, die dann auch wieder an den Mann gebracht werden und dann auch die Menschen dann auch konsumieren und letztendlich dann auch wieder durch den Konsum und durch den Konsum auch wieder dafür sorgen, dass wieder neue Stellen geschaffen werden, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Und ja, vielleicht wirkt ja die Medizin, hoffen wir es auf jeden Fall.
und schauen wir uns das einfach in Zukunft etwas an und behalten es im Auge. Natürlich, ich wollte hier noch ein bisschen detaillierter auf den Arbeitsmarkt eingehen heute in dieser Videoreihe. Und zwar, hier sehen wir die offizielle Arbeitslosenzahl, die liegt bei um die 11%, bei 11 Millionen, 12 Millionen. Aber es gibt ja auch Statistiker bei Arbeitswillige, aber nicht zu den Erwerbspersonen zählen in den USA, aus der Statistik rausfallen. Wenn wir die zurechnen, sind wir halt eben hier bei knapp unter 20 Millionen, 19,48. Ja, nach den Zahlen letzter Woche. Ich möchte hier kein, wie sagt man, Wasser ins Wein gießen. Nur Sie darauf aufmerksam machen. Wichtig ist eben, dass der Trend gestoppt wird, beziehungsweise dass es hier wieder in Richtung Südosten geht. Und das scheint der Fall zu sein. Ja, und wenn wir die Zahlen uns nochmal etwas genauer anschauen, also über die Länge der Arbeitslosen bis zu 5 Wochen, hier in der dunkelblauen Linie, 15 bis 26, 5 bis 14, dann die hellblaue Linie hier, sind es 20%, also jeder Fünfte ist 5 Wochen arbeitslos, beziehungsweise 14 Wochen oder auch 15 bis 26 Wochen. Und der dicke Brocken, eben länger als ein halbes Jahr, ist 40%, also über den Daumen gerechnet einer von zwei oder ganz genau zu sein, vier von fünf, genau. Vier von fünf sind ja, länger als ein halbes Jahr arbeitslos. Wenn man sich die Arbeitslosen genau anschaut, also gilt es, diesen Brocken abzuarbeiten. Aber wie gesagt, wenn man, ich habe jetzt kein Chartbild zu dieser These, aber wenn man sich ein bisschen mit der Ökonomie beschäftigt, ja, dann weiß man eben mal, wie der Wirtschaftskreislauf funktioniert, sage ich mal. Und wie gesagt, ich kann es auch gerne nochmal wiederholen. Hoffen wir, dass die Kredite der Fed die Banken reichen, die Banken anfangen, sich untereinander Kredit zu geben, sich erholen, dann wiederum Kredite weitergeben an die Unternehmen und die Unternehmen dann entsprechende Produkte auf den Markt bringen, die auch von den Konsumenten gekauft werden. Und zwar so gut, dass die Unternehmen wieder Leute einstellen. Das ist das ganze Geheimnis, das ganze Problem. Und deswegen auch QE 1, 2, 3, beziehungsweise QE 1, 2 und Operation Twist. Ja, hoffen wir, dass die Medizin wirkt. Soweit, so gut. Ich möchte hier kein monetäres Studium abhalten oder Wirtschaftsstudium, sondern nur Wochenrückblick. Aber ich denke, Sie konnten mir folgen oder gehe davon aus, dass meine Zuschauer und Zuschauerinnen mir folgen konnten. Ja, soweit, so gut. Hier nochmal die Arbeitslosenquote. Um vollends abzuschließen mit diesem Kapitel, hier sehen Sie, QE2 gab es ja hier im Sommer 2008. Hier ging es ja etwas nach unten, dann wurde es gefestigt und dann ging es wieder nach unten. Hoffen wir, dass es einfach wirkt und dass es einfach, ja, dass die Wirtschaft wieder geschmiert, wie geschmiert läuft. Genau. Okay, kommen wir zu den Zahlen. Nach den Fakten und Daten kommen wir zu Zahlen. Da haben wir die ganzen Währungen der abgelaufenen Woche, die 13 Währungen, angefangen vom Australien-Dollar bis hin zum südafrikanischen Rand. Und wir sehen, dass der indische Rupien in der abgelaufenen Woche am meisten Pips zulegte und der Schweizer Franken am deutlichsten abgab. Auch der Euro gab sehr stark nach. Nur noch mehr gab der südafrikanische Rand ab, der tendenziell auch immer etwas schwächer notiert, ebenso wie das Pfund und der Kanada-Dollar. Andere Währungen legten etwas zu und ja, schauen wir uns das mal genauer an. So, okay. Wie gesagt, die stärkste Währung der abgelaufenen Woche war der indische Rupien. Der legte um mehr als 7000 Pips im Vergleich zu den anderen Währungen zu, gefolgt vom Rubel, brasilianischen Real, Neuseeland-Dollar, Japan-Yen, Aussie-Dollar, US-Dollar und der Yuan legte auch etwas zu. Schwach notierte Kanada-Dollar, Pfund, Euro, Südafrikanischer Rand und der Schweizer Franken. Der indische Rupien, ja, sieht charttechnisch auch jeweils immer in den ganzen Währungen etwas ausgebombt aus, sage ich jetzt mal salopp formuliert. Ich will aber da jetzt hier nicht zum Kauf für den Rupien für dieses Jahr plädieren. Was auffällt in der ersten Woche, sind halt die drei BRICS-Staaten. Yuan auch in der Regel immer stark. Nur diese Woche weniger gefragt. Nächste Woche gibt es einen riesen Datenkalender, vielleicht im Vorfeld. Deswegen
der Juan nicht so gefragt, aber die BRICS-Staaten noch recht stark. Dann auch natürlich Australien, USA und auch die anliegenden Staaten. Staaten, also man kann hier banal gesagt formulieren, das Geld fließt aus Europa raus, aus dem Festland und oder in der letzten Woche zumindest und fließt eben in die anderen Staaten und Wirtschaftsregionen. Also es gibt auch, man kann sich das fast kaum vorstellen, wenn man sich tagtäglich mit der Materie beschäftigt, aber es gibt auch Regionen und Länder auf diesem Planeten, die wachsen und die nicht im Krisenmodus sind. Ja, soweit so gut. Kanada etwas schwächer, Pfund auch, Euro auch schwach. Südafrikanischer Rand tendenziell immer eine schwächere Währung. Und der Schweizer Franken haben viele Marktteilnehmer wohl erwartet, dass sich der Schweizer Nationalbankchef, der gute Hildebrand, vielleicht zum Franken etwas äußert, aber nichts da. Die Schweizer Nationalbank bleibt bei ihrer Strategie, keinen stärkeren Franken dulden zu wollen. Und da scheinen sich Marktteilnehmer entsprechend darauf eingestellt zu haben und werfen wohl den Franken zu Jahresbeginn in der ersten Woche einfach aus. Soweit zu den Währungen. Kommen wir zu den 78 Wechselkurspaaren. Die Währungen, da war der stärkste Wechselkurspaar. Das stärkste Wechselkurspaar war der Neuseeland-Dollar-Schweizer-Franken. Der legte um 2,1805% sollen das sein. Nur habe ich hier vergessen. War nicht meine Absicht. So, okay, 2,18% legte der Neuseeland-Schweizer-Franken zu, gefolgt vom Australien-Dollar, Schweizer-Franken und so weiter und so fort. Sehen wir hier auch immer der Franken und Rand, meistens immer die Zweitwährung und tendenziell eben etwas schwächer. Schauen wir uns das mal genau an. Da haben wir den indischen Rupien. Der legte gegenüber allen Währungen zu. Hier sehen wir es durchschnittlich um fast um die 600 Pips. Insgesamt eben um 7430 Pips. Genau, wenn wir die ganzen Balken addieren, haben wir die 7430 Pips durchschnittlich hier. Und da sieht man gegenüber den Franken, Euro, Pfund, legt er massiv zu. Kanada auch, südafrikanischer Rand auch. Also wurde der indische Rupien in dieser Woche durchgehend gekauft. Ebenso wie der Rubel, wie wir hier sehen. Brasilianischen Real gab er etwas nach. Hier haben wir den brasilianischen Rand, Real. Der wurde eben durchgehend aufgekauft, gab aber gegenüber dem indischen Rupien etwas nach. In der abgelaufenen Woche natürlich nur. So, dann Neuseeland-Dollar, auch recht stark, recht robuste Währung in der letzten Woche. Gab gegenüber hier den BRIC-Ländern nach, außer China, müssen wir jetzt ausnehmen, also gegen die BRI-Länder, wenn man so wollen. Gegen die drei BRI-Länder in der letzten Woche stark. Ebenso wie der Yen, die stärkste Währung aus dem letzten Jahr, gab aber auch diese Woche relativ nach, nur gegen den Schweizer Franken und den südafrikanischen Rand starke Pips-Gewinne in der abgelaufenen Woche. Der Australien-Dollar auch, hat sich gut entwickelt in der abgelaufenen Woche, wieder hier die RIC, also von dem BRIC außer China ausgenommen. Ebenso wie gegenüber den Neuseeland-Dollar gab er etwas nach, ansonsten recht robust und solide in der abgelaufenen Woche gelaufen. Und der US-Dollar legt in der Woche auch zu, aber hier haben wir eben entsprechend wieder die BRIC-Länder. Gegen die machte der Dollar auch nicht gut oder gab etwas nach, ebenso wie Australien und Neuseeland, die auch, ja, auch an den BRIC-Ländern hängen. Und ja, interessante Kursentwicklung auf jeden Fall in der abgelaufenen Woche. Dann China noch das letzte Währung mit den positiven Pips, durchschnittlichen Pips. Und zwar gab sie auch gegenüber den anderen BRIC-Ländern nach, ebenso wie Australien und Neuseeland und auch gegen den Dollar. Und ansonsten Kursgewinne zu verzeichnen. Ja, wo es Gewinner gab, gab es natürlich auch Verlierer in der abgelaufenen Woche an der Forex, am Devisenmarkt. Und das war eben dann Kanada-Dollar, britische Pfund, Euro, südafrikanischer Rand und der Schweizer Franken. Ja, von den 78 Währungen
war eben das Schlusslicht in dieser Woche, die Währung auf dem 78. Platz, wenn man sie so wollen. Hier der Schweizer Franken und der indische Rupien mit minus 0,261%. Soll es sein, habe die Prozent hier vergessen. Passiert mir nicht nochmal, beim nächsten Mal mache ich es besser. Okay, und da sehen wir auch den Euro. Reiht sich auch ein hier auf dem, ich habe die letzten 10, auf dem 69. Platz, wenn Sie so wollen, Euro-Dollar. Gab in der Woche 1,86% nach. Ja, auch schon recht viel für einen Wochenverlauf. Ja, also auch schon überdurchschnittlich viel. Auch gegenüber den Rupien kamen sie nach, den indischen Australien-Dollar kamen sie sogar mehr nach, russischen Rubel und Neuseeland-Dollar. Also der Roller, der Euro in der ersten Woche. Unter Druck oder nicht mehr so gemocht. Schauen wir uns das genauer an. Der Kanada-Dollar gab auch in dieser Woche nach. Außer gegenüber den Franken, Euro und Pfund etwas. Südafrikanischer Rand tendenziell, wie gesagt, immer etwas schwächer. Ja, das Pfund gab auch nach. Behauptete sich aber gegen den Franken und den Euro. Und auch gegen den südafrikanischen Rand. Also, ja. Interessante Kursentwicklung auf jeden Fall. Hier haben wir den Euro, der gab durchgehend nach im Laufe der Woche. War zwar nicht die Währung mit den meisten Pips, aber wenn wir eine Tabelle erstellen würden, gegen wie viele Währungen, gegenüber wie viele Währungen der Euro abgegeben hat, also er hat gegenüber allen 12 Währungen dieser Woche abgegeben. So. Und der südafrikanische Rand, auch tendenziell immer schwach, aber gegenüber dem Euro gab er, legte er zu und sogar auch gegenüber dem Schweizer Franken. Also die Marktteilnehmer scheinen es langsam akzeptieren zu müssen oder akzeptieren es einfach, dass der Schweizer Franken etwas schwächer gehen wird, beziehungsweise spekulieren eben auch nicht mehr gegen die Intervention der Schweizer Nationalbank. Ja. Oder wettern ja immer einfach nicht mehr dagegen. Wettern, ja, wetten einfach nicht mehr dagegen. So rum muss es heißen. Ja, und dann kommen wir auch zum Schweizer Franken. Der gab in dieser Woche auch durchgehend ab. Außer gegenüber dem Euro legt er etwas zu. Und ja, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, wir haben ja 13 Währungen hier im Fokus. Und ja, die Auswahl ist groß. 78 Wechselkurspaare. Mal schauen, wie es sich nächste Woche einfach entwickelt. Ja, soweit so gut, das war die Woche. Halten wir noch einmal fest. Schauen uns vielleicht nochmal den Gesamtchart an. Schauen uns nochmal vielleicht das Gesamtbild an. So. Der indische Rupien war also die stärkste Währung dieser Woche. Der indische Rupie war also die stärkste Währung in dieser abgelaufenen Woche. Der Schweizer Franken die schwächste. Schwach auch südafrikanischer Rand, brauchen wir nicht zu erwähnen. Aber Euro, Pfund kam auch etwas nach. Gut, Pfund, Kanada-Dollar, Durchschnitt, Euro etwas überdurchschnittlich. Ebenso die Entwicklung hier, überdurchschnittliche positive Entwicklung für den Real, für den Rubel und für den indischen Rupien. Die anderen Währungen, normaler Wochenverlauf, mehr oder weniger plus minus, hält sich die Waage. Okay, machen wir mit dem Wochenrückblick. Das war der Wochenrückblick. Ich hoffe, Sie sind im Bilde, hören mich gut. Und dann können wir den Wochenausblick wagen. Schnallen Sie sich an, er wird mit Sicherheit turbulenter als die abgelaufene Woche. Okay. Ja, im Wochenausblick, Einflussfaktoren seitens der Zentralbankpolitik in der anlaufenden Woche, also ab morgen, habe ich hier jetzt mal keine politischen Termine ausgewählt, sondern mal mich auf die Bonds konzentriert. Und zwar in der nächsten Woche geht es richtig los, also morgen. Deswegen auch schnallen Sie sich an, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich mit dem Devisenmarkt beschäftigen, geht es richtig los. Morgen um 10 Uhr werden deutsche Anleihen auf den Markt geworfen, um 16.30 Uhr italienische. Also die werden den Euro mehr oder weniger auch beeinflussen. Natürlich morgen noch wichtig oder genauso wichtig auch, ob sich Sarkozy oder Merkel einigen, was Neues der Öffentlichkeit präsentieren oder nicht. Das wird auch natürlich mehr oder weniger, ob es die Kurse beeinflussen, das weiß ich natürlich auch nicht, aber
Chronistenpflicht, Informationspflicht. Beschreiben Sie sich auf Ihre Landkarte, hätte ich fast gesagt, auf Ihrem Zettel, auf Ihre Roadmap und ja, berücksichtigen Sie es einfach. Genau. Wie es dann wird, wissen wir natürlich alle nicht. Okay, kommen wir zu den Bonds zurück. Beziehungsweise machen wir weiter. Am Dienstag geht es dann weiter mit um 10 Uhr mit niederländischen Bonds, 10.15 Uhr österreichischen, 10.30 Uhr dann britischen, ebenso wie 15.30 Uhr, um 16.30 Uhr dann italienische, 18 Uhr amerikanische, der Dienstag vollgepackt, ebenso wie der Mittwoch, um 10 Uhr werden wieder deutsche, also unsere Bundesanleihen auf den Markt geworfen, so, ebenso wie dann um 10.30 Uhr Schweizer Obligationen, also Bonds, ebenfalls Bonds, dann 10.30 Uhr britische und um 18 Uhr wiederum amerikanische 10-Jährige. Am Donnerstag dann spanische 9.30 Uhr, 10.10 Uhr italienische, 13 Uhr britische, beziehungsweise um 13 Uhr dann die Bank of England mit ihrer Zinsentscheidung. Ebenso wie um 13.45 Uhr die Europäische Zentralbank, auch spannend, auch mega wichtig und auch natürlich kurz beeinflussend, also Sie sehen es, die Woche verspricht viel von den Daten her. Genau. Und ich habe jetzt nicht mal die, ich habe jetzt bewusst die Wirtschaftsdaten mal ausgelassen, sondern nur den Fokus mal auf die Bonds gelegt. Denn um 16 Uhr gibt es dann auch noch amerikanische, 18 Uhr und am Freitag um 10.10 Uhr italienische noch. Also es wird spannend. Ob sie an den Mann kriegen, wie sie an den Mann kriegen, wie die Leute darauf reagieren oder die Marktteilnehmer und ja, schnallen sie sich an. In der nächsten Woche geht es dann wieder los. Deswegen auch mein Kommentar zu Beginn. Vom Gefühl her immer noch im Urlaubsmodus. Also der Urlaub ist nächste Woche, morgen mit Sicherheit vorbei. Da sind wir wieder im Tagesgeschäft drin. Ja, meine Damen und Herren. Machen wir weiter und zwar mit den Daten. Also das sind die Fakten für die nächste Woche, politische und politische Einflussfaktoren, also Fakten, genau, kommen wir zu den Daten. Daten habe ich, wie gesagt, die Wirtschaftsdaten ausgeklammert aus Europa, denn in der nächsten Woche wird auch China einen großen Datenkranz herausbringen noch im Jahr. Demnächst fängt ja auch das Jahr des Drachen an und bis dato, ja, wahrscheinlich war das auch der Grund, warum der Yuan in dieser Woche nicht so gefragt wird. Tendenziell auch etwas stärker in dem letzten Jahr. Die zweitstärkste Währung übrigens gewesen. Und ja, wahrscheinlich auch im Vorfeld eben dieser Datenreihe, auf die ich hier aufmerksam machen möchte. Hier sind die Daten des Vormonats, also November. Hier sind die Dezember-Daten, also die Erwartungshaltung für den Dezember. Und wie es kommt, werden wir dann eben nächste Woche sehen. Jetzt sehe ich gerade, hier habe ich die Uhrzeit, europäische Uhrzeit vergessen. Tut mir leid, war nicht meine Absicht. Ja, folgen Sie mir auf Twitter. Ich twitter jetzt ja diese Woche auch. Dann können wir darauf eingehen oder informieren Sie sich, lassen Sie sich dann nächste Woche von mir informieren. Nächstes Mal schreibe ich Ihnen natürlich auch auf, dass Sie sich dann auch konkret darauf einstellen können. Okay, gehen wir aber die Tabelle trotzdem noch einmal durch. Am Montag gibt es Produzentenpreise und Konsumentenpreise, also sprich produzierendes Gewerbe und Konsum. Schauen, ob der Handel und die Produktion in China läuft. Dann die Handelsbilanz, wichtig. Handelsbilanz natürlich, das ist sozusagen die Buchhaltung der Handel mit den ausländischen Partnern. Genau, Exporte, Importe natürlich. Dann haben wir hier habe ich den Faden verloren? Natürlich die Währungsreserven, genau. Währungsreserven und natürlich auch Money Supply, die Geldmenge, sprich genau die Bankguthaben der Chinesen auf ihren Konten, in welcher Form auch immer, M0, M1 oder M2 detailliert. Am Mittwoch und am Freitag geht es dann natürlich auch weiter. Harte Fakten bildet das Bild ab, also gibt es ein schönes Bild, Industrieproduktion, wie potent ist die Wirtschaft dann tatsächlich auch und natürlich auch Wirtschaftswachstum, Real GDP, ebenso wie die Einzelhandelsumsatzzahlen. Also Sie sehen, nächste Woche können wir uns in China ein schönes Bild machen, wie es denn aktuell oder im abgelaufenen Monat verlaufen ist. So, Sie sehen, schnallen Sie sich an, Euro, USA, also Bonds,
um es mal kurz zusammenzufassen für die nächste Woche, Fakten und Daten. Fakten habe ich eben Bonds, achten Sie auf die Bonds nächste Woche, wenn Sie Devisen handeln. Und Daten achten Sie, was China passiert von der Wirtschaft her. So grob habe ich eben die Landkarte oder den Weg für die kommende Woche skizziert für Sie, meine Damen und Herren. Ja, kommen wir zu dem Wichtigsten letztlich, zu den Handlungsmöglichkeiten. Darauf läuft es ja hinaus. Wir wollen ja alle ein bisschen auch Profit, Kapital schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus den Informationen. Deswegen auch meine Videoreihe. Und da werde ich Ihnen jetzt demnächst vorstellen, auch den Franken gegenüber den Rupien, das schwächste Wechselkurspaar in der abgelaufenen Kalenderwoche in Prozent, ebenso wie den Neuseeland-Dollar gegenüber den Franken, das stärkste Wechselkurspaar in der abgelaufenen Woche. Dann habe ich hier einen japanischen PIP-Index, die Währung mit der besten Entwicklung im 2011, möchte ich Ihnen auch nochmal vorstellen. Dann habe ich hier noch zu erwähnen, das ist ein eigener Index, genau, der Japan PIPs Index, den habe ich selbst gemacht, und zwar addiere ich, wie gesagt, die ganzen PIPs im Laufe der Woche, addiere ich einfach zusammen in einem Index erstellt. So habe ich eine Fieberkurve, sage ich mal, oder eine Entwicklungskurve, eine tatsächliche Entwicklungskurve der entsprechenden Währung. Ja. Dann eben zum Handeln, Handlungsmöglichkeiten habe ich halt auch noch Australien, Yuan, den Känguru-Dollar und den Yuan, wenn Sie so wollen. Und zwar wird er aktuell unter der 100-200er SMA gehandelt, also gleich ein Durchschnitt. Auch eine interessante charttechnische Konstellation. Schön handelbar oder möglicherweise handelbar. Dann Neuseeland-Kanada-Dollar. Ja, das Wechselkurspaar mit dem geringsten Abstand zur 100er SMA. Da wurde ich gestern vom Markt oder am Freitag in meinem FM-Signal-Videos, falls Sie das verfolgt haben, rausgespült. Schauen wir uns das Bild etwas mal im Größeren an. Und zuletzt habe ich noch US-Dollar, Kanada-Dollar. Das Wechselkurspaar wird aktuell über den letzten drei Monatsschlusskursen Oktober, November und Dezember gehandelt. Also sprich, genau. Und vielleicht können wir da aus diesem Trend auch etwas schlagen. Sieht auch charttechnisch sehr interessant aus. Das sind diese fünf Wechselkurspaare und die Währung, die ich Ihnen jetzt demnächst auch visuell charttechnisch vom technischen Standpunkt her näher bringen will, genau informieren will. Ja, bevor es dann soweit ist, in eigener Sache, mein Blog, dieses Video können Sie auf meinem Blog sehen. Mein Blog gibt es jetzt auch nicht mehr tagesaktuell, sondern jeweils immer sonntags werde ich auch dieses Video hochladen. Dafür werde ich aber tagtäglich oder auch seit diesem Jahr mache ich das auch schon bereits auf YouTube FM Signals werde ich meine technischen Analysen dann in einem kurzen Video präsentieren. Another 48 Hours Technical Analysis and Synthesis nenne ich diese Videoreihe. Ja, mit meinem School English komme ich damit klar. Und alle, die sich mit den Devisenmärkten auch im deutschsprachigen Raum beschäftigen, denke ich, gehe ich dann mal davon aus, dass sie noch ein bisschen Schulenglisch drauf haben und mich und auch dann meine Handlungsmöglichkeiten nachvollziehen können. Twittern tue ich seit dieser Woche auch aktiv. Wer mir folgen will, kann sich gerne einklicken. Ich versuche auf jede Anregung einzugehen. Und natürlich meine Realtime-Live-Charts auf fmsignalscharts.co.cc können Sie nicht nur diese 13 Währungen, sondern 30 Währungen tagtäglich live, Realtime, online nachvollziehen. Ja, darüber hinaus möchte ich ja als DAX sozusagen mein Management Info Service Incorporated gründen. Bin ich immer noch in Gesprächen, Telefonaten und ich denke, dass das demnächst auch dann der Fall sein wird. Muss juristisch und monetär noch ein paar Dinge klären, aber ich bin guter Dinge zuversichtlich, dass es dann auch klappt. Wenn es soweit ist, dann werden Sie natürlich auch von mir informiert. So, bis dahin bin ich einfach nur in Geduld. Okay, zum Abschluss natürlich noch ein Zitat, diesmal von J. Robert Oppenheimer, dem, dem sogenannten Vater der Atombombe, genau. Der sagte einmal, von dem ganzen gesicherten Wissen ist jeweils nur ein kleiner Teil im Besitz eines einzelnen Menschen. Genau, deswegen auch mein Infoservice. Möchte Sie auch entsprechend in meiner Videoreihe über die Devisenmärkte informieren. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich auch
sage ich jetzt mal, einklicken, im eintwittern, dann können wir auch unser Wissen teilen, vermehren und hoffentlich dann auch Kapital im wahrsten Sinne des Wortes rausschlagen. In diesem Sinne danke schon mal vorab. Jetzt gibt es noch ein paar verbraucherrechtliche Verbraucherhinweise und dann geht es weiter mit den Charts. Danke vorerst für Ihre Aufmerksamkeit natürlich. Aber ich stell mich auf. Okay, kommen wir zu dem Wichtigsten oder kommen wir zu dem, worauf das Ganze hinausläuft, natürlich auf die Handlungsmöglichkeiten in der kommenden Woche. Habe ich hier, wie gesagt, die Währung mit der schwächsten Performance in der abgelaufenen Woche. Wenn man sich die historische Entwicklung anschaut, kann man das kaum glauben. Aber so war es nur einmal. Und zwar hier der Schweizer Franken gegenüber den indischen Rupie. Entschuldigung, gegenüber die indische Rupie. Habe ich hier auch mal eingezeichnet. Haben wir die Tagespreise. Sehen wir in den letzten 3 Tagen massiv gefallen. Und da habe ich hier auch den kleinen Trend. Der Aufwärtstrend seit Oktober ist auch damit auch durchbrochen. Und der Abwärtstrend seit September ist damit sozusagen auch bestätigt worden. Und ja, je nachdem, ich möchte hier keine Handlungsanleitung. Meine persönliche Meinung ist einfach, wenn Sie diese Währung handeln, ich handle sie nicht, beziehungsweise habe sie auch nicht tagtäglich auf meinem Radar. Wenn Sie long sind, bleiben Sie long, wenn Sie short sind, bleiben Sie short, ändern Sie nicht Ihre Meinung aufgrund meines Videos heute hier und jetzt. Ja, genau, suchen Sie sich entsprechende Informationen auf meiner Website, auf meinem Blog finden Sie auch noch mehr Informationen. Aber ändern Sie nicht Ihre Meinung aufgrund dieses Videos diesbezüglich. Es gibt noch andere Charts, die viel vielversprechender sind und wo ich Ihnen mehr dazu sagen kann. Machen wir weiter. Beispielsweise mit der stärksten Währung, die hatte ich auch vor 3-4 Wochen mal als Handlungsmöglichkeit ausgesucht. Genau, vielleicht erinnern Sie sich noch oder haben Sie das Video noch im Gedächtnis. Genau, und zwar hatten wir hier diesen A, B, C, D, E. Diese Welle, sage ich jetzt mal, hier sowas wie ein Boden unter 68, genau. Und hier haben wir damals dann auch gehandelt über den 200-Tages-Durchschnitt. Und momentan sind wir hier bei ja, rund fast 75 Cent. Also diese Handlungsmöglichkeit ist total aufgegangen, besser auch als erwartet. Ich habe Preise hier rum erwartet, dachte hier, ist schon hochgegangen. Ich will jetzt hier nicht zum Einstieg raten, sollten Sie gefolgt sein dieser Möglichkeit oder sollten Sie die Tat umgesetzt haben, bleiben Sie dran, der Preis und lassen Sie sich nicht verrückt machen, wenn er auch runterkommt auf 72, 71, dann würde ich erneut es als Einstiegsmöglichkeit wahrnehmen wollen. Also Preise hier um 72, weil der Preis schon massiv gestiegen im Laufe des Jahres, haben wir nur grüne Balken, genau, und ja, genau, schon eine kleine Rallye, sowas. Also diese Möglichkeit ist schön aufgegangen. Okay, das war auch zufälligerweise, damals war es eine Handlungsmöglichkeit, diese Woche war es zufälligerweise auch die Währung mit der stärksten Wertentwicklung. Auf Wochenbasis natürlich, ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass es die ganze Woche und die ganzen Monate im Jahr nach oben geht.
So einfach ist es natürlich nicht. So, okay. Da hatten wir einfach Glück rückblickend. Oder einen richtigen Riecher. Okay, kommen wir hier zu meinem JP japanischen Yen Nominal Pips Index, Selfmade. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Märkten schon seit, ja, tatsächlich seit 98. Und hier auch immer, wie gesagt, den Wochen, die wöchentliche Entwicklung habe ich in diesem Fall bei 1000 angefangen und dann immer die Pips eben dazu addiert. Gab dann diese grüne Wochenbasis, also das ist ein Wochenchart, wie Sie ja sehen, auf Wochenbasis. Genau. Und Sie sehen dann immer, wenn es eine positive Woche war, gab es eben einen grünen Balken, wenn es eine negative, einen roten Balken und so. Und so bildete sich eben der Chart in den letzten 14 Jahren heraus. Und Sie sehen hier im historischen Kontext, sind wir hier auf historischen Höhen. 2000 war der japanische Yen auch sehr gefragt, sehr bullisch, also sehr stark. Ebenso wie auf dem Höhepunkt der Krise etwas nachgegeben und jetzt wieder. Ja, die Frage ist, vielleicht in diesem Kontext, kann man sich so erklären, Krise in Europa raus aus dem Euroraum. Natürlich, ja, natürlich hat der Yen, ist der Yen auch, sage ich mal, krisengefährdet, aber sie haben halt eine einheitliche Währung. Japaner, ein einheitliches Volk, eine starke Wirtschaft. Und sind auch schon Krisen erprobt. Also vielleicht haben die Japaner auch schon das alles hinter sich, was wir noch vor uns haben auf der wirtschaftlichen und monetären Ebene. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist die Währung sehr stark. Und war auch, wie gesagt, im letzten Jahr, habe ich hier nochmal eingezeichnet, die Währung mit der besten Entwicklung. Von allen 13 Währungen, die wir im Fokus haben. Natürlich gibt es auch noch andere Währungen, die vielleicht noch stärker waren. Aber von den ganzen 13 Währungen, die wir hier in meinem Blog oder in meiner FM Signals Reihe verfolgen, doch mit die stärkste. Und hier habe auch den historischen Hoch bei 1410 Punkten auf dem Index. Momentan sind wir etwas drunter, also die japanische Währung so gefragt wie nie. Historisch eben auch US-Dollar-Yen, historischen Tiefs, Euro-Dollar auch historischen Lows. Also der Yen bestätigt eben nur das Bild, was sich in einzelnen Währungen auch zeigt, muss man sich anschauen, nur hier um Gefühl für die Währung zu haben, im historischen Kontext, die Währung sehr robust, sehr stark, die Währung der Samurais, ja, wenn Sie so wollen. Okay, kommen wir dann zu den drei von mir auserwählten oder ja, ausgesuchten Währungen, und zwar habe ich hier eben den australischen Dollar und den chinesischen Renminbi-Yuan. Habe ich hier mal eingezeichnet, genau. Hier sehen Sie die aktuelle Chartentwicklung. Und zwar sieht die recht interessant für mich aus, sehr handelbar. Genau, hier sehen Sie auf einmal hier, das habe ich vergessen, das war das Signal im Kontext. Genau. Hier sehen wir den Abwärtstrend seit Mai, ist intakt. Zweimal gab es sozusagen so etwas wie Ausbruchsversuche. Ausbruchsversuche aus dem Abwärtstrend seit dem Mai, die dann jeweils auch gescheitert sind. Eine klassische Trendumkehrformation auf höherer Ebene, hier auf etwas niedrigerer Ebene, niedrigere Ebene. Genau, hier sehen Sie den Abwärtstrend, der total intakt ist momentan. Hier die zwei Ausbruchsversuche, hier der Deckel in der Magenta-Formation und auch hier der Cross im letzten Quartal der 200er Linie und die 100er Linie, also sprich die 100er Linie. Und sprich die 100er Linie hier hat die 200er gecrossed, nach unten ausgebrochen und beim Ausbruch eben auch im November bestätigt. Summa summarum gibt sich eben das Bild, stellt sich halt hier die Frage, hier sind wir sozusagen an einem wichtigen Entscheidungspunkt, nicht morgen, also nicht am Montag gleich, aber im ersten Quartal wird sich dann entscheiden. Entschuldigung, einen Moment bitte. Wohin es mit dieser Währung geht. Interessant für den kurzfristigen Verlauf ist eben hier auch über der 100er Linie. Gab es eben auch diesen Ausbruchsversuch nicht nur auch aus der 200er Linie und auch aus dem Trend. Also drei Verkaufssignale, wenn Sie so wollen. Wenn Sie so wollen. Wenn man nochmal zurückgeht, können wir sogar hier ein viertes nehmen.
Genau, die weiße Linie, die im größeren Bild Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also hier für den Tageshändler eine massive Verkaufswelle, Orgie, wenn Sie so wollen. Und ja, momentan geht es eben kontinuierlich tendenziell mehr oder weniger Richtung Südosten. Und aktuell eben auch hier über der 100er Linie wieder so etwas wie eine Trendumkehrformation. Hier hat sie auch funktioniert, hier auch. Stellt sich die Frage für nächste Woche, wie es sein wird. Ich habe hier diese Linie eingezeichnet als Handlungsmöglichkeit, wer diese Währung handelt. Handlungsmöglichkeit bei 6, bei 6, bei 6,40 Kiwi-Dollar gegenüber den Yuan würde ich, also alles drüber würde ich als Verkaufssignal wahrnehmen wollen und hoffen eben drauf, dass oder drauf spekulieren oder als Möglichkeit wahrnehmen wollen, dass eben der Preis auch unter diesen Aufwärtstrend seit Oktober, November fällt. Die Frage stellt sich einfach, ist dieser Aufwärtstrend stärker als der Abwärtstrend? Nach meiner Berechnung oder Kalkulation nein. Aber natürlich kann auch ich mich täuschen. Werden wir sehen. Ich werde diese Währung auf jeden Fall in meinen Tagesvideos auf jeden Fall mal in den Fokus nehmen. Und das hier, so weit, so gut, das übergeordnete Bild in dieser Währung. Ja. Also tendenziell eher verkaufen, diese Währung oder dieses Wechselkurspaar. Nicht die Währung an sich, der Dollar, muss man von Fall zu Fall sehen. Von den ganzen westlichen Staaten hat der australische Dollar eben auch noch den höchsten Zinssatz. Von daher sind auch die Bonds sehr interessant, also die Anleihen. Und ja, spielen viele Faktoren mit am Devisenmarkt. Ich beschränke mich jetzt hier nur auf die Charttechnik. Wie gesagt, verfolgen Sie auch einfach meine tagesaktuellen Analysen. Ja, dann gehe ich dann konkreter noch darauf ein. Aber wie gesagt, das ist etwas, das übergeordnete Bild zeichnet sich in meinen Augen und Ohren so oder allen Sinnen so. Ja. Soweit, so gut. Kommen wir zum nächsten. Neuseeland, Kanada. Ja, wurde ich gestern gnadenlos raus oder vorgestern gnadenlos rausgespült. Schauen wir uns hier mal an. Und zwar hier haben wir auch die 100er, wenn ich mich nicht täusche. Genau, die 100er Linie. Dachte ich gestern noch, ja, als Verkaufssignal hat auch gehalten. Hier bisher auch. Im November hat auch der Abwärtstrend gehalten. Dachte ich halt auch. Denkste im Tageshandel nach oben. Ja, vielleicht ist es auch nur in der übergeordneten Bild sowas wie ein False Breakout. Aber wichtig ist halt eben auch mal was Grundsätzliches, wenn Sie am Devisenmarkt teilnehmen, ob Sie nur Tageshändler sind oder auch sogenannter Swing Trader, also auch die Position über mehrere Tage oder Wochen halten. So kommen Sie eben auch zu verschiedenen Schlüssen. Genau. Und gestern dachte ich eben im Tageshandel, ist der Widerstand doch massiv, oder vorgestern am Freitag, denkste, total rausgespült und jetzt ergibt sich eben auch ein neues Bild, wenn Sie so wollen. Gut, jetzt haben wir hier einen neuen Zeitraum, wenn Sie so wollen, ein neues Zeitraum hier zwischen diesen zwei Abwärtstrend und ich gehe eben heute hier und jetzt davon aus, am Sonntag, dass wir auch weiterhin dann in dieser Range dann eher bleiben werden, also nicht zurückfallen. Aber wie gesagt, schauen Sie sich genauer an, die Währung, verfolgen Sie sie. Ich werde darauf mit Sicherheit auch nochmal eingehen in der kommenden Woche oder kommenden Wochen. Okay. So, auf jeden Fall interessant und handelbar auch diese Währung. Zum Schluss habe ich noch US-Dollar, Kanada-Dollar. Historisch weniger interessant, meines Erachtens. Dafür aber kurzfristig umso interessanter. Da scheint der Dollar hier, ja, genau. Da haben wir den Aufwärtstrend seit August. Und eben die Bestätigung Ende Oktober. Genau, Abwärtstrend. Dann haben wir auch den Abwärtstrend seit Oktober, Dezember. Und interessant, gestern sind wir wieder zurück im Aufwärtstrend rein. Also, wenn wir mal die Linie hier wegmachen. Yes. Sehen Sie hier, der schöne Aufwärtstrend wurde hier gebrochen, wieder bestätigt und im Wochenverlauf auch Dollar verkauft worden. Genau, und dann wieder massiv gekauft worden. Also über den Dollar habe ich auch ein Video am Montag oder Dienstag
schlagen Sie mich tot, bildlich gesprochen natürlich nur, gemacht. Schauen Sie sich an, da gehe ich näher auf den Dollar ein und ja, da ist der Dollar auch in einem schönen Aufwärtstrend, den er wieder dieser Woche zurückerobert hat. Also am Montag, Dienstag war Dollar schwach, Euro sehr gefragt und dann gab es eben diese Wende im Laufe der Woche. Aber wie gesagt, vom Gefühl her, der Markt im Holiday-Modus, wie Daniel Sachsen so schön sagen, nächste Woche geht es dann richtig los und dann gucken wir mal, was auch mit dem Dollar passiert. Aber wenn Sie drin sind in der Währung, bleiben Sie drin. Sieht sehr gut aus. Und eben auch noch hier durch diese Trendlinie sind Sie auch noch bestätigt. Also nicht nur der Aufwärtstrend, auch der Seitwärtstrend hier, wenn Sie so wollen, sind wir in einem takten Seitwärtstrend seit Oktober. Also nicht nur in einem Aufwärtstrend, Sie können das auch umdrehen oder quer sehen, wenn Sie wollen. Sind wir auch in einem Seitwärtstrend, auch sehr handelbar. Preise, wenn Sie mich heute hier fragen, nicht aktiv sind, ich würde den Dollar gegenüber Kanada, also das Loonie, wie es in der Vorrede so schön heißt, den Loonie nicht sofort kaufen, warten, dass er ein bisschen fällt und vielleicht bei hoffen, dass er auf 1,02 runterkommt. Auf 1,02, das wären für mich sehr schöne Einkaufspreise, ja. Genau, denn wie sagt der Kaufmann so schön, im Einkauf liegt der Erfolg und sollte er nochmal auf 1,02 runterfallen, dann würde ich eher zuschlagen wollen. Genau. Okay, das war's, meine Damen und Herren. Das war's auch mit der letzten, mit dem fünften Wechselkurspaar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Viel Erfolg, nicht nur im Beruf, auch im Privatleben. Entspannen Sie sich gut und schnallen Sie sich gut an, wenn Sie die Märkte verfolgen. Es wird spannend und turbulent. Alles Gute. Wann immer auch Sie mein Video sehen, guten Morgen, guten Tag und eine gute Nacht.